Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Super Mario Odyssey. Weiter geht's also in diesem tollen, tollen Mario-Abenteuer. In der letzten Folge haben wir noch dieses geheimnisvolle Schatzsuchen-Rätsel von Cappy und seinem lustigen Freund da gelöst. Heute machen wir mal was Lustiges. Wir ziehen mal eine Waluigi-Kappe an und dazu das ganz normale Mario-Outfit. Einfach mal so. Ja, einfach mal, weil es interessant aussieht. So, passt nicht, aber ist egal. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, haben wir jetzt alle Monde geholt? Mein Gott, sieht das scheiße aus mit der Mütze. Haben wir jetzt alle Monde geholt? Wir kaufen mal einen Hinweis. Da oben gibt es tatsächlich noch einen. Okay. Eine Sache, auf die ich jetzt noch eingehen möchte. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich schaue jetzt extra nochmal für euch nach und auch für mich persönlich, ob man da irgendwie drauf schließen konnte, dass das Quatsch ist, was ich getan hatte. Ich habe mich ein bisschen informiert. Hier im Shop, ja. Den haben wir schon gekauft. Also wir können so viele Monde kaufen, wie wir Bock haben. Haben wir das Outfit schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Wir können es aber eben momentan nicht holen. So, wo soll hier ein Mond sein? Hier oben oder was? Oder hier drauf? Ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier soll wohl ein Mond sein. Hier drin oder was? Scheinbar, ne? Was war denn das hier nochmal für eine Welt? Ja, ne, Cappy? Ich wollte gerade sagen, das dachte ich mir nämlich auch. Hier drin gibt es auf jeden Fall nichts weiteres zu tun. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, hier haben wir alles abgegrast. Ich meine, wir können jetzt hier noch ein paar Münzen mitnehmen. Weil, warum nicht? Aber, ja, nee, ist jetzt eigentlich auch nicht so interessant. Keine Ahnung. Also hier gibt es keinen Mond. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, um das jetzt auch mal abzuschließen. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar haben wir Monde eingekauft, die wir niemals hätten kaufen müssen. Wow, bin ich schlecht. Wir haben Monde eingekauft, die wir niemals hätten kaufen müssen. Es gibt nämlich, sobald man Bowser besiegt hat, ja, gibt es die Möglichkeit, für Leute, denen es zu kompliziert oder zu schwierig oder zu was weiß ich ist, alle Monde im Spiel zu sammeln. Für solche Faulenzer unter euch gibt es nämlich die Möglichkeit, im Cap Shop, für jeweils 100 Monde, andersrum, für jeweils 100 Münzen, einen Mond zu kaufen. Und das waren die Monde, die wir gekauft haben. Drum gibt es auch unendlich viele. Denn das ist scheinbar einfach nur für die Leute gedacht, die, wie gesagt, das Spiel nicht durchbekommen, aber trotzdem vor ihren Freunden angeben wollen mit, ich habe alle 999 Monde. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich ein paar Monde zu viel. Doofe Sache. Wir werden natürlich nichtsdestotrotz weiter nach Monden suchen. Ja, bis wir auch wirklich alle haben. Neue Produkte sind in den Shops erhältlich. Toll. Und ja. Also das auf jeden Fall. Wir werden weitermachen. Wir werden weiter gedönsen. Wir werden weiter cool sein. Und nee, wir werden auf jeden Fall jeden Mond regulär holen. Und nicht irgendwie 10 Stück kaufen und sagen, oh, guck mal, ich habe 10 Monde gefunden. Ich verstehe und... Upsala, hier ist der Schwein. Hallo Schwein. Ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, warum es das gibt. Warum gibt es diese Möglichkeit? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil, keine Ahnung. Macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Wir reisen jetzt ins Kaskadenland und eine andere organisatorische Geschichte möchte ich euch ebenfalls nicht vorenthalten. Ja, mit dem Hutland bin ich jetzt einfach erstmal durch. Mal schauen, ob wir dann da nochmal hinreisen oder wie wir es machen wollen. Hm?
Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Ja, hier wird es jetzt auch mehr Monozonen geben. Eine Sache gibt es noch, die ich sagen möchte, bevor wir uns jetzt hier voll und ganz aufs Kaskadenland konzentrieren. Oh, aha, okay. Und zwar habe ich etwas zu verkünden, was vielleicht nicht jedem gefallen wird. Mario Odyssey kommt ab heute nur noch jeden zweiten Tag. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja zum Jahreswechsel an dieser Stelle nochmal einen guten Rutsch an alle, ne? Oder vielmehr ein frohes Neues, muss man ja jetzt sagen. Wie ja viele von euch mitbekommen haben, habe ich den Kanal ein bisschen geändert. Ja. Was ist denn mit diesem Stein? Kaputt, Mann! Ah, den haben wir schon mal kaputt gemacht. Und zwar möchte ich ja in diesem Jahr, 2018, in erster Linie viele Spiele zeigen, viele Spiele spielen und Let's Plays unterschiedlichster Art machen. Und das werden dann die Hauptprojekte sein. Also viele kleinere Hauptprojekte statt weniger großer. Dementsprechend, damit ich das Ganze noch gestemmt kriege, denn ich möchte auch, dass die Hauptprojekte wirklich welche sind und nach Möglichkeit täglich mit einer neuen Folge versorgt werden, ja. Dafür muss jetzt Odyssey halt ein bisschen zurückstecken. Ich hoffe, es ist okay. Ich denke auch, es ist okay. Ich meine, wir haben jetzt viele, viele Folgen lang Odyssey gespielt und die kamen auch täglich und es war auch nie ein Problem. Und jetzt macht Odyssey halt so ein bisschen Platz für neue Projekte, wie jetzt zum Beispiel zurzeit Mount Kart Thunder und wie auch bald, ja, ein anderes Projekt, welches ich jetzt noch nicht benennen werde. Und ja, das nur mal zur Info. Hoffe, es ist hier für jeden okay auf dem Channel. Also für euch Zuschauer meine ich jetzt. Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Also das nächste Mal, wenn ihr das hier zu Release schaut zumindest, wird es erst in 2 Tagen eine neue Folge Mario Odyssey geben. Aber so ist es vielleicht auch für viele einfacher, die Folgen auch alle nachzuvollziehen. Sonst ist es ja vielleicht doch für den einen oder anderen eine ganz schöne Belastung. Oh nein. Eine ganz schöne Belastung, das alles zu bekommen. Was ist mit dir los? Man erzählt sich, dass hier ein echter Steinzeitbewohner herumtreibt. Den würde ich ja so gerne mal kennenlernen. Im Moment erinnert rein gar nichts an dir, an einen Steinzeitbewohner. Ja, ich bin ja auch kein echter Steinzeitbewohner, aber danke für den Tipp, ich verstehe schon. Okay, wir lösen mal das Mondteil hier aus. Greg, 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 macht's. Was ist denn das da hinten eigentlich? Interessante Sachen im Wasser. Und wir kriegen einige neue Monde in dieser Welt. Ja. Einige. Okay. Wir fangen gleich mal hier vorne an. Mal schauen, ob es hier vielleicht irgendwas Neues gibt. Nö. Das haben wir schon gemacht. Nichts Neues in dieser Hinsicht. Dann ziehen wir uns mal um und machen den kleinen Hutmenschen glücklich. Guck mal. Jo, was haben wir denn da? Oh, Wahnsinn. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ah, schlecht. Okay. Wir sammeln übrigens Münzen, ne? Weil das, diese Mondkaufaktion letztens, die hat schon wirklich reingezwiebelt. Das war ein teures Vergnügen. Muss man einfach so sagen. Okay, das ist ein einfacher Mond. Ein Schatz am Fuße der Klippe. Man könnte vielleicht argumentieren, das Schwierige daran ist, ihn zu finden. Aber eigentlich war auch das nicht schwer. Und hier ist ein Schornstein. Den schauen wir uns auch gleich mal an. Okay. Warum ist hier so eine verdächtige Höhlung? Einfach nur so aus Deko-Zwecken, oder was? Das Design ist ein bisschen anders dieser Welt, oder? Also, das hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Steht da irgendwas? Nee, ne? Nö. Okay, wir gucken mal, was das Ganze hier werden soll, wenn es fertig ist. Was ist denn da oben? Warum ist da ein Block? Einfach so, um das festzuhalten, oder was? Okay. Alter.
Alter! Mach keinen Scheiß, Mario! Okay. Keine Blöcke? Oh nein! Ach, ich bin so dämlich, ey. Ich bin doch so blöd manchmal. Naja, gut. Okay. Musste gerade was nachschauen. Ist okay. So, weiter geht's. Wir versuchen hier natürlich die Monde zu holen, die hier so versteckt sind in dieser Welt. Mal schauen, wo die überall sein werden. Ich denke mal, es wird wieder zwei geben, ne? Wahrscheinlich eine für... Oh, du hast das Ende des Levels erreicht. Und dann nochmal einen Mond für irgendwas anderes. Was ich jetzt noch nicht genau weiß. Okay. 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 Ja, springt ihr mal alle in den Tod. Das ist gar nicht mal so schlimm, müsst ihr wissen. So grausam es klingt. Aber es ist grausam, aber notwendig. Wow, okay. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ah, nein. Es ging ins Auge. Ach ja. Na ja, gut. Weiter geht's. So. Nochmal hier hoch. Ich meine, es ist eigentlich nicht schwer. Und umso blöder ist es, dass wir jetzt schon so oft gefailt haben hier. Wie gesagt, wirklich schwierig ist die Welt bislang ja eigentlich nicht. Ja, es war doch schon besser. Wobei das hier gar nicht so einfach ist, merke ich gerade mal. Okay, das hat geklappt. Das ist doch mal meine Frage, was war da oben? Da oben war auf jeden Fall irgendwas. Wow, wow, wow. Alter. Vier auf einmal. Richtig schön aufgeräumt, Mario. Da oben ist der Mond. Ah, ja. Okay. Komm, das wird doch wohl gehen. Okay. Ne, und so, also, don't mess with Mario, denn er hat einiges drauf. Alles klar, dann gehen wir da mal hin. Okay, und da haben wir den Bonusmond auf einer Wand inmitten der Wolken. Schön, schön, schön. Okay. So, jetzt können wir hier eigentlich wieder über den ganz normalen Weg zurück, wie wir auch schon hingekommen sind. Ach. Aber ist gar nicht so einfach, das Ding zu treffen, ne? Jetzt hat's geklappt. Münzen brauchen wir ja. Hm. Wir sind ja momentan nicht wirklich gut betucht. Das ist hier gar nicht so leicht. Was zur Hölle? Warte mal. Nee, das kann nicht gehen, weil ich dann runterfall. Okay, man muss also wirklich an den äußersten Rand der Plattform. Oder auch Wolke genannt. Oh nein! Ah, Leute, ey. Na gut, immerhin haben wir den Bonusmond geholt. Das ist ja schon mal gut. So, tschüss. Okay. Auch geklappt, sehr schön.
Die Münzen nehmen wir mit. Und ihr macht mal Platz. Danke dafür. Okay. Also schon Alter. Schon schwierig. Irgendwie. Ja, bis dahin kommt Cappy halt kaum, ne? Alter. Wie konnte das vorhin klappen? Wie hat das vorhin geklappt, frage ich mich die ganze Zeit jetzt. Was? Macht Mario das? Fliegt Cappy weiter, wenn Mario diese Wirbelattacke macht? Nee, ne? Nee. Fliegt nur schneller. Und es sieht natürlich cool aus, aber es bringt uns nichts. Aber vorhin haben wir es ja auch geschafft. Löst das Ding aus. Das war knapp. Ja, weiter an den Rand kann ich nicht gehen. Was zur Hölle soll ich denn hier machen? Probier mal was Verrücktes. Na, das hat nicht geklappt. Okay, Moment, Moment. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Bin gerade ein bisschen überfragt. Was diese Stelle hier angeht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, was zur Hölle? Ach, was mache ich denn? Was ich vorhab, kann klappen. Da muss ich aber sehr auf die Plattform achten, die dort rumschwingt. Und ich weiß auch nicht, ob das so gedacht ist, aber ich könnte es mir halt vorstellen, weil Fakt ist, ich komme mit der Kappe nicht daran. Cappy kommt nicht so weit. Ist einfach so. Oh Mann, jetzt wurde ich unkonzentriert, sorry. Das war nix. Das war wirklich nix. Okay, das hätte ich vielleicht das hier nicht ausprobieren sollen, aber ist ja nochmal alles gut gegangen. So. Okay. Ja. Gut, das ging ja nochmal gut. Wow, wow, was habe ich jetzt gemacht? Aha. Auch interessant, ja. Doch, definitiv. Na, komm her. Jetzt hat's geklappt, sehr gut. So. Okay. Die Frage ist jetzt, wie schafft man das hier? Es ist wirklich eine große Distanz, ne? Ich kann mir wirklich eine Sache vorstellen, aber boah, da brauche ich wirklich Konzentration für. Also, wir lösen die Wolke aus. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es so gedacht ist, ehrlich gesagt. Ja, aber vielleicht ja doch. Ach, Mario, wo ist das Ding hin, ey? Okay. Also. Ja, nee, wir warten nochmal. Ja, oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Aber meine Fresse, es hat geklappt. Ist das wirklich so gedacht? Aber ja, ganz ehrlich, wie soll man es sonst machen, ne? Mal ganz ehrlich gefragt.
Wie soll man das sonst machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht habe ich es mir wieder selbst schwieriger gemacht, als es eigentlich ist. Wie damals bei den Brutals. Ja, mittlerweile weiß ich, dass ich es mir bei den Brutals schwieriger gemacht habe, als es eigentlich gewesen wäre. Ja, ich bin dumm und so, ich weiß. Und ich bin sogar richtig dumm, denn ich habe mir keinen Timer gestellt für diese Folge. Heißt also, ich werde kurz mal die Aufnahme stoppen. Und die nächste Aufnahme ist dann wieder mit Timer. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu kurz oder viel zu lang. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Mario Odyssey wieder. Ciao, ciao. Schöne Grüße, euer Fritte.